Hallo zum heutigen Linksnet-Talk. Zu Beginn erstmal eine Triggerwarnung. Es wird heute viel um Kolonialismus, Völkermorde und Raubkunst gehen. Freue mich, dass ihr drei hier seid, um mit mir über diese Themen zu sprechen. Und ja, zu Beginn könnt ihr euch vielleicht kurz vorstellen und ja, einmal sagen, wer ihr seid und was ihr so macht. Vielleicht kann Tanja anfangen? Ja, sehr gerne. Ich bin Tania und Mitglied bei der ISD Leipzig und ansonsten Aktivistin und in vielerlei Hinsicht beruflich tätig. In vielen Richtungen vor allen Dingen. Danke. Ja, ich mache mal weiter. Hallo, ich bin Ed Ries. Ich bin bei Diversiv Leipzig tätig. Ist ein BIPOC-Kollektiv, größtenteils aus dem Leipziger Osten. Und genau, auch noch in diversen anderen Gruppen. Genau. Und ich gebe weiter an Biko. Hallo, ich bin Biko, ich bin bei Black Lives Matter Leipzig aktiv, auch noch in ein paar anderen Gruppen, aber genau gerade bin ich eigentlich vor allem Jurastudent und schreibe halt meine Stecks. Ja, sehr gut. Dann starten wir halt auch in die heutige Gesprächsrunde direkt mit einem sehr aktuellen Thema. Und zwar, wie vielleicht viele von vielleicht Zuschauern mitbekommen haben, hat Deutschland jetzt vor kurzem anerkannt, einen Völkermord an den Nama und Herero in Namibia begangen zu haben. Das Ganze ist aber nicht ganz so toll, wie das vielleicht jetzt im Ernst an, also wie es vielleicht jetzt erstmal klingt, weil vieles nicht so zugegeben wird, wie es eigentlich war. Und was jetzt immer noch sehr problematisch ist, wollen wir jetzt erstmal diskutieren. Und ja, Etris kann uns da sicherlich jetzt ein bisschen mehr zu sagen. Genau, also es geht um den Genozid an den Oba-Herero und Nama von 1904 bis 1907 im heutigen Namibia. Und genau, die Zahlen sind nicht ganz klar, aber es wurden so ungefähr 65.000 bis 80.000 Oba-Herero und 10.000 bis 20.000 Nama ermordet von den Deutschen. Und es gab jetzt fünfjährige Verhandlungen zwischen der deutschen und der namibischen Regierung. Und genau. Und dabei kam raus, dass Deutschland quasi 1,1 Milliarden Euro an Geld zahlen möchte, was Deutschland selber aber nicht Reparation nennt, weil sie quasi zwar vom Genozid sprechen, aber das halt nicht nach internationalem Recht von Genozid sprechen. Deswegen möchten sie auch nicht von Reparation reden. Und dieses Geld fließt quasi eigentlich in die Entwicklungszusammenarbeit an die namibische Regierung. Und genau, das klingt vielleicht für Leute, die sich damit nicht beschäftigen, erstmal nach einem wichtigen Schritt. Aber das Problem ist halt, dass es da auf jeden Fall Kritik gibt. Und es gibt da zwei Organisationen, die RepräsentantInnen sind, der Oba-Herero und Nama. Einmal die Oba-Herero Traditional Authorities, die OTA, und die Nama Traditional Leaders Association, NTLA. Und die haben vor 2 Wochen am 16.05. ein Statement oder eine Presseerklärung rausgegeben, wo sie quasi so 4 Punkte rausgestellt haben an ihrer Kritik. Und die möchte ich jetzt mal kurz vorstellen. Und genau, der erste Punkt ist quasi, das ist ein Vorwurf an die deutsche Regierung, es ist ein Sellout-Agreement, weil einerseits sich Deutschland nicht klar zum Genozid bekannt hat. Es muss eine Entschuldigung erfolgen, die bisher noch nicht passiert ist. Und es muss klar von Reparationszahlungen geredet werden und nicht halt einfach, okay, wir zahlen euch Geld, wir nennen es nicht Reparationszahlung, aber damit seid ihr erstmal ruhig so. Der zweite Punkt ist, genau nochmal, dass dass alle denken, dass es Reparationszahlungen sind, aber das ist quasi so eine Art PR-Coup von der deutschen Regierung, weil Deutschland halt immer noch kein Interesse. Die Taten von Lothar von Trotha, der quasi damals den Vernichtungsbefehl ausgesprochen hat, genau, zu kritisieren, selber zu kritisieren und halt diesen Genozid nach internationalem Recht als Genozid einzustufen.
und die Reparation halt nicht an die namibische Regierung zu geben, sondern halt an die Victim Community sozusagen. Der dritte Punkt war, dass es quasi auch so eine Art Erpressung der namibischen Regierung ist, weil es von vornherein klar war, dass es Entwicklungszusammenarbeit zwischen Deutschland und Namibia gibt. Das heißt, Deutschland hätte Namibia eh Geld bezahlt und dementsprechend ist es halt eine Farce, jetzt so zu tun, als würde jetzt zusätzlich Geld fließen sozusagen. Und genau, und der vierte Punkt dieser beiden Organisationen ist, dass die das Agreement halt ablehnen, vor allem wenn es ohne Beteiligung der rechtmäßigen RepräsentantInnen der Victim Communities geschieht. Und die haben auch noch geschrieben, it's not worth the paper written on. Und genau, eine Aufforderung an die UN, an die African Union und die internationale Community, dieses Agreement abzulehnen. Und dass genau auch die UN und zum Beispiel die US-Regierung dieses Massaker von 1904 bis 1907 als Völkermord und Verbrechen an der Menschlichkeit anerkennt. Ja, vielleicht in dem Zusammenhang nochmal ein bisschen klären, was nun unter dem Völkermord eigentlich so zu verstehen ist und warum diese Abgrenzung zu den Reparationszahlungen eigentlich wahnsinnig wichtig wäre, um dem, was dort geschehen ist, Rechenschaft zu tragen. Also ich glaube, einerseits müsste man natürlich, also weil genau ja auch das Auswärtige Amt meinte, dass ein Rechtsanspruch oder genau wie du es genau formuliert haben, ein Rechtsanspruch erwächst daraus nicht. Das heißt, es wurde nur gesagt, dass es quasi eine moralische Verpflichtung gäbe, Deutschlands da ein bisschen zu helfen und mit 1,1 Milliarden Euro den Leuten unter die Arme zu greifen quasi. Aber genau, das kann es halt irgendwie nicht sein. So ist meines Wissens also der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts und gerade für den deutschen Imperialismus ja auch der Auftakt und das erste große Verbrechen auch der Deutschen in diesem Jahrhundert und das hat sich ja dann über das Jahrhundert ja noch weiter zugespitzt und hat dann seinen Klimax auch im Nationalsozialismus und genau, also ich finde, es ist eben, man wurde seinem historischen oder seinem Aufarbeitungsanspruch damit eben nicht gerecht, indem man einfach gesagt hat, okay, wir zahlen jetzt 1,1 Milliarden Euro und bauen ein paar Berufsschulen, sondern vor allem die deutsche Gesellschaft müsste sich dem Thema ja auch stellen und sich dem auch viel mehr annehmen. Genau. Und das wird eben nicht getan, habe ich das Gefühl, sondern das wird eben versucht, mit Geld abzuschieben, ein paar salbungsvolle Worte und das kennt man ja auch aus anderen Kontexten immer wieder. Und genau damit ist es dann quasi beendet. Und man hört dann nichts mehr davon von offizieller Seite aus. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich auch sehe, ist, dass Deutschland nach wie vor nicht auf die Reihe kriegt, tatsächlich auch eine Aufklärung über diese Situation und über diesen Krieg, über die Zeit in umfangreichen Maße umzusetzen, beziehungsweise ja, das quasi auch öffentlich zu diskutieren, dass Deutschland diese Geschichte hat und versäumt es nach wie vor ausreichend Aufklärungsarbeit zu leisten in dieser Hinsicht. Also dieses Thema des Völkermordes wird sozusagen als ein Objekt gewertet und gar nicht ernst genommen, nicht ernst genug genommen, sodass man auch in Deutschland genug darüber hört. Das Weitere, was ich noch als Kritikpunkt sehe, ist, dass wenn Deutschland Gelder in Projekte steckt, dann fließen die in der Konsequenz oder in der Summe sowieso nach Deutschland wieder zurück in irgendeiner Art und Weise und daher wirklich der Appell daran, meinerseits zu sehen, dass man die Gelder wirklich an die Nachfahren und Nachkommen direkt überweist und nicht in irgendwelche Projekte steckt, die ja wieder Deutschland zugutekommen und das kapitalistische System ja auch ein Stück weit wieder untermauern und unterstreichen. Danke. Genau,
voll wichtige Punkte, die ihr gerade beide genannt habt. Mir ist gerade auch noch eingefallen, dass allein schon diese Entwicklungszusammenarbeit ja auch schon eine Phase an sich ist, ne? Also es ist ja nicht so, dass man quasi dann, also man geht halt so aus der Sicht des globalen Nordens, man vor hunderten von Jahren geht man in die Länder und fängt an, die auszubeuten und das findet halt noch statt auf anderen Arten und Weisen, aber das ist halt nicht zu Ende so. Und macht die Länder kaputt so und verpisst sich irgendwie so ein bisschen und dann kommt man halt wieder und sagt so, ich gebe euch Geld dafür, dass ich euer Land kaputt gemacht habe, aber ich möchte gerne, dass ihr soziale Marktwirtschaft aufbaut oder dass ihr irgendwas macht. So, ne? Das heißt, die Entwicklungszusammenarbeit ist halt auch so von oben herab irgendwie. Genau, ich dachte irgendwie auch noch, dass überhaupt dieses der Fakt, dass 5 Jahre lang verhandelt wurde sozusagen zwischen den beiden Regierungen, das zeigt ja irgendwie auch, was es auch eigentlich für eine Phase ist. Also warum muss denn die überhaupt verhandelt werden? Also eigentlich müsste die namibische Regierung oder halt vielleicht nicht nur die namibische Regierung, sondern halt auch noch die OTA und die NTLA halt an einem Tisch sitzen, Forderungen aufschreiben und Deutschland unterzeichnet diese Forderungen. Es gibt da überhaupt keine Diskussion eigentlich. Genau, und auch voll der wichtige Punkt gerade von Tania, was die Bildungsarbeit angeht. Ne? Also ich meine, das ist jetzt vielleicht, keine Ahnung, vielleicht taucht das, was gerade passiert, dass Deutschland zumindest erstmal Geld zahlt, wie auch immer sie das Geld jetzt claimen, ja auch irgendwann in der Schule und man hört davon. Ich muss sagen, in meiner Schulzeit, ich bin in Leipzig zur Schule gegangen, war das überhaupt kein Thema. Also ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt, also es wurde vielleicht mal genannt, aber es wurde überhaupt nicht drüber geredet so, ne? Und wie lange das dann halt auch eigentlich dauert, dass es dann auch einfach in den Schulplänen einfach alles landet, so, ne? Und dann halt vielleicht aktuell noch an den LehrerInnen abhängt, davon, also von denen abhängt, ob die halt fit genug sind und cool genug sind, um das halt in diese Schulpläne aufzunehmen, wenn es noch nicht drinsteht, so, ne? Also ich glaube, da ist noch extrem viel Arbeit vor uns, so. Ja, ich wollte also auch. Entschuldigung. Sorry, du hast dich zuerst gemeldet. Ja, ich wollte eigentlich auch nur nochmal ergänzend darauf zurückkommen, dass all das, was jetzt quasi in Bildungsarbeit nach Namibia oder finanzielle, materielle Dinge nach Namibia geht, hat in der Summe, weil ich vorhin das kurze Thema Kapitalismus ansprach, auch immer wieder auch was damit zu tun, dass dann Namibia für Europa auch wieder was leisten kann. Also quasi auch wieder produzieren kann. Man in den wirtschaftlichen Austausch kommt, aber nicht zu gleichen Teilen, sondern immer wieder in der Geber- und Opferrolle und Nehmer- und Opferrolle. Das ist halt so ein bisschen auch problematisch zu betrachten. Ich gebe ab an Biko. Nee, ich wollte auch mal die anderen fragen, weil Idris ja schon gesagt hat, dass du hast es vielleicht mal gehört im Unterricht und ich habe es, also ich bin mir relativ sicher, dass in meiner, also ich hatte dann auch Geschichte-Leistungskurs und da war es kein Thema und auch davor habe ich davon nicht gehört in der Schule, sondern genau, das habe ich dann irgendwann mal mitbekommen, als ich mich für Kolonialismus interessiert habe und den deutschen Kolonialismus. Und genau, mich würde interessieren, ob es bei euch, bei den anderen, ob es Thema in der Schule war. Also da kann ich zum meinen Teil auch ganz klar sagen, nein. Ich bin in der DDR zur Schule gegangen und da war das Thema Erster Weltkrieg, Kolonialzeit irgendwie was ganz Diffuses. Und das Einzige, woran ich mich erinnern kann, das sind irgendwelche Menschen in Schützengräben, die aber weiß waren. Das ist, glaube ich, das Einzige, was aus dieser Zeit im Unterricht vermittelt wurde. Und auch, also es hieß jetzt nicht, dass man das verherrlicht hat, aber es wurde so ein bisschen schön geredet. Vielleicht auch. Und es ging auf gar keinen Fall um Ausbeutung von Menschen und auch auf gar keinen Fall um Völkermord. Ja, also bei mir war es tatsächlich auch kein Thema, definitiv auch nicht in dem Rahmen, in dem das jetzt angebracht wäre. Ich meine, ich habe 2016 jetzt mein Abitur gemacht. Das ist ja noch relativ nah dran, relativ aktuell, so halbwegs. Und selbst da war es nicht so. Gerade was die Kolonialismus-Thematik im Geschichtsunterricht angeht, war bei uns tatsächlich auch der Fokus eher so auf so britischen Kolonialismus oder auf dem spanischen Kolonialismus. Aber halt, ja, dass einfach gerade auch Deutschland da auch eine große Rolle gespielt hat, war kaum am Rande. Und dann war das halt so gefühlt mal so 1 oder 2 Stunden zum Thema, okay, Kolonialismus. Aber wie gesagt, der Fokus einfach komplett anders und ja, alleine schon dieser zeitliche Rahmen dafür,
wird ja einfach der Komplexität von diesem Thema überhaupt nicht gerecht. Und ich habe auch den Eindruck, dass das allgemein gerade so ein Problem ist. Also jetzt diese aktuelle Debatte, also diese Einigung zwischen Deutschland und Namibia, das ist ja jetzt eine Sache von vielen. Und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass sicherlich auch durch den Geschichtsunterricht und so weiter, ich weiß auch, wir hatten im Englischunterricht, im Englischleistungskurs auch mal ein bisschen darüber geredet, aber auch da eher über britischen Kolonialismus. Ich glaube, für viele ist so, wenn sie so Kolonialismus hören, ist das so ein, naja, das war mal, also das gab es früher mal und das war mal in der Geschichte so und jetzt ist das aber abgeschlossen. Und dabei ist es ja einfach noch völlig präsent und man kann so die ganzen politischen und ökologischen, sozialen Nachwirkungen ja überall spüren. Also ich sag mal, es ist ja auch immer noch zum Beispiel alleine schon so, dass der globale Süden praktisch ein Rohstofflieferant ist für den Norden und das ist einfach koloniales Erbe. Ich glaube, das ist halt vielen einfach überhaupt nicht bewusst, was ich ja tatsächlich auch sehr traurig finde. Also es wird sich ja auch nichts daran ändern, wenn man das nicht mal in das Bewusstsein der Leute auch bringt, weil viele, glaube ich, auch so von alleine jetzt nicht den Elan haben, sich damit zu befassen. Da wäre jetzt das als Schulthema echt eigentlich mal ein guter Ansatz. Ja. Genau, mein eigentlicher Punkt, den ich noch sagen wollte, war, dass das ja quasi nicht nur, also dieser Kolonialismus, der damals im Anfang des 20. Jahrhunderts war ja auch nicht nur so staatlicherseits getragen, sondern ich habe auch irgendwann mal in einer Zeitschrift, glaube ich, habe ich das gelesen, dass auch zum Beispiel die gesellschaftliche Linke in der Zeit eben auch hinter diesem Kolonialismus stand und genau meinte, dass quasi am Kolonialismus sei an sich nichts falsch, weil wenn man den Leuten in Afrika etwas Kultur bringe, sei das ja quasi ein Gewinn für diese Leute. Und genau, also ich glaube, auch daraus lässt sich so ein bisschen dieser blinde Fleck des Kolonialismus auch so erklären, dass das eben nicht nur quasi die Herrschenden von damals waren, die diesen oder nichts am Kolonialismus auszusetzen hatten, sondern dass es eben auch eine breite Bevölkerungsmehrheit gab, die geglaubt hatte, dass sie mit dem Kolonialismus quasi Entwicklungsarbeit tätigen würden. Und das bis heute nachwirkt. Und da fällt mir nämlich auch noch was ein, was ich in der Schule damals auch sehr verstörend fand, als mein, ich glaube, Deutschlehrer war das, meinte, dass so dieser Kolonialismus in Namibia und Südafrika und so, dass der quasi, oder genau, dass die Apartheid was Gutes gehabt hätte, weil dadurch hätten quasi die SüdafrikanerInnen gelernt, wie man eine westliche Demokratie aufbaut. Und genau das fand ich, das war quasi mein erstes Zusammentreffen in der Schule mit Kolonialismus oder dieser Thematik. Und genau, so war das auch meistens geprägt, wenn ich mit weißen Menschen darüber gesprochen habe. Ja, ich glaube, die Frage, die man dazu auch gut und gerne stellen kann und sollte, ist, mit was für einem Recht entscheiden Menschen darüber, welche Lebensrealität oder welches Lebenssystem, welches Wirtschaftssystem das Richtige ist. Und warum entscheiden Menschen, also weiße Menschen, über die Befähigung, schwarze Menschen, ob sie wert sind zu leben können, entscheiden können, intelligent genug sind, wie auch immer. Ja, das wollte ich nur noch mal kurz so als Nebengedanken nehmen. Anlass noch vielleicht dazu meinerseits, was jetzt aktuell die Schwierigkeit ist in der Aufarbeitung der Kolonialgeschichte ist, dass wir ja aufgrund der Tatsache, dass die jüngere deutsche Geschichte quasi unter die Lupe genommen wurde und bearbeitet wurde, also ich rede jetzt quasi von der Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg und davor, kurz davor, sind sozusagen ganz viele, also sind mehrere Generationen an Geschichtswissen verloren gegangen, die quasi Auskunft geben könnten über die Kolonialzeit. Und es ist daher relativ schwer, tatsächlich
wirklich authentisches Material zu finden, was auch aus Seiten der Opfer erzählen kann. Und wenn man jetzt quasi jemanden dazu befragen wollen würde, dann ist es, ja, oder dazu befragen möchte, ist es doch relativ schwer, an Material ranzukommen. Und man muss tatsächlich sehr tief graben. Zumal es ja auch unerwünscht war, dass darüber groß berichtet wurde. Ja, das ist auf jeden Fall echt ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass es dann auch einfach so eine wahnsinnig blöde Kombination ist, dass halt einerseits das auch so in den Lehrplänen und so weiter dann nicht drinne ist und man dann auch selbst so dann schwer dazu was findet. Da wäre echt noch viel Bedarf, was zu tun. Und ja, aber auch regionaler, ein anderes aktuelles Thema, über das wir heute reden wollen, ist ja Raubkunst als großes Überthema. Speziell dazu zu nennen wären Benin-Bronzen, was vielleicht auch der eine oder andere in den letzten Wochen immer mal medial mitbekommen hat, dass beschlossen wurde, dass Benin-Bronzen zurückgegeben werden sollen. Vielleicht können wir an der Stelle, genau, Biko, vielleicht kannst du da jetzt kurz mal zu einordnen, was es eigentlich mit diesen Bronzen auf sich hat und ja, warum das gerade jetzt vielleicht auch diskutiert wurde. Also die Diskussion läuft ja sicherlich schon sehr lange, aber warum wurde genau jetzt beschlossen, okay, die sollen zurückgegeben werden? Genau, die Diskussion lief tatsächlich schon sehr lange und genau, was so dieses Feld Raubkunst betrifft, war auch schon sehr, sehr lange klar, dass das eigentlich ein Zustand ist, der höchst ungerecht ist und eigentlich nicht haltbar ist. Genau, man ist dieser Frage, man hat es trotzdem natürlich immer wieder geschafft, der aus dem Weg zu gehen und sich dem nicht zu stellen. Und genau zuletzt ist ja da ein bisschen Bewegung reingekommen. Und vor kurzem kam dann ja die Nachricht, dass auch Deutschland quasi seinen Beitrag dazu leisten will, die Benin-Bronzen, die unter anderem im Humboldt-Forum ausgestellt werden sollten, das gerade neu eröffnet worden ist oder bald eröffnet wird, ich weiß es gerade gar nicht. Aber genau, eben nicht nur da im Humboldt-Forum, sondern auch in Leipzig und in Dresden. Also Sachsen hat insgesamt 200 solcher Benin-Bronzen. Und genau, es gab immer wieder die Aufforderung von insbesondere der nigerianischen Botschaft, da hat sich auch mit hervorgetan, eben diese Destituierung zu fordern. Und zuletzt war es dann eben so weit, dass die Museen eigentlich auch schon davon ausgegangen sind, dass es zu keiner Ausstellung dieser Benin-Bronzen mehr kommen wird im Humboldt-Forum, obwohl die da ja angedacht waren eigentlich als so das Zentrum des neuen Humboldt-Forums, des Berliner Stadtschlosses zu werden. Genau, und man hatte sich dann schon irgendwie so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie mit diesen Leerstellen umgegangen werden soll. Trotzdem war es dann noch so ein Hickhack, ein zäher Prozess, weil die Entscheidung letztendlich noch das Einverständnis mehrerer Ministerien gebraucht hat und des Stiftungsrates der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und dann für die anderen Länder, also für Sachsen beispielsweise, müssen ja auch die jeweiligen Landesregierungen, die Landesstiftungen ihr Einverständnis erklären. Genau, und dann war, ich glaube, so im Februar, März gab es dann in Berlin die endgültige Entscheidung, dass eben die Benin-Bronzen zurückgegeben werden sollen. Und dazu wurde auch ein Museum unter anderem Benin City eröffnet. Und genau damit ging auch einher, dass auch die anderen Standorte, wo eben diese Benin-Bronzen ausgestellt werden, unter anderem auch in Leipzig, Hamburg oder Dresden, dass die dann auch zurückgegeben werden müssen. Genau, ein ganz klares Ja, dass man gesagt hat, alles, was geraubt wurde in der Vergangenheit, wird auch zurückgegeben, gab es dann natürlich auch nicht, sondern es wurde gesagt, nur ein substanzieller Teil sollte eben zurückgegeben werden. Das hat
Das kann man damit erklären, dass am Ende eben sehr, sehr viel, was eben in deutschen Museen ausgestellt wird, letztendlich eben entweder unter sehr unfairen Bedingungen erstanden wurde oder geraubt worden ist. Und zum Beispiel auch Nofretete könnte man unter Raubkunst subsumieren. Und genau so weit will man dann in Deutschland natürlich nicht gehen, weil man dann quasi alle Bestände, die eben nicht aus Deutschland kommen, sondern aus anderen Teilen der Welt, dass man die dann eben zurückgeben müsste. Und genau deswegen ist, und das ist auch noch nicht abschließend geklärt, ist natürlich die Frage, was wird zurückgegeben, was ist eben dieser substanzielle Teil und genau welche Stücke werden nicht zurückgegeben. Genau das so allgemein und zu den Benin-Posen im Speziellen, die kamen nach Europa 1897 und zwar wurde in den 1890er Jahren ein britischer Händler mit seinem Gefolge in einem Aufstand gegen eben gegen Kolonialismus getötet und genau in diesem Königreich Benin, wo Bronzen eben her sind. Und daraufhin hat das britische Empire eine brutale Strafexpedition, wie das genannt worden ist, gestartet, die letztendlich dann mit der Zerstörung des Königreichs Benins endete. Und um diesen Krieg dann zu finanzieren, wurden alle, also nahezu alle Kunstschätze geraubt und letztlich in Europa verkauft. Deswegen die Bronzen dann eben nicht nur in Großbritannien blieben, sondern eben im ganzen Kontinent Europa dann zirkuliert. Und was sind die Benin-Bronzen? Genau, das sind vor allem historische Dokumente, aus denen man eben viel von der Geschichte des Königreichs Benins herauslesen kann. Also zum Beispiel wurde darauf die dynastische Geschichte festgehalten, die Sozialgeschichte des Königreichs, genau, und bietet eben auch Einblicke in die Beziehung mit anderen Gesellschaften, also der Nachbargesellschaften des Königreichs. Genau, und die Technik, die Kulturtechnik, die angewandt worden ist von diesem Benin-Bronze, ist ich habe es hier nur im Englisch stehen, Earlier West African Caste Trust Traditions. Genau, und die gehen eben zurück bis ins Mittelalter. Genau. Und genau, es ist halt, so schließen noch eine kleine Wertung, ist natürlich verrückt, wenn man übrigens, dass diese Bronzen eben bis heute oder genau bis diese Rückgabe eben das Einverständnis dazu erklärt werden wurde, quasi als kultureller Schatz Sachsens gezählt worden ist oder kultureller Schatz Berlins. Genau, und diese Schätze genau fehlen eben dem Herkunftsland der Werke, also dem heutigen Nigeria. Ich wollte nur noch mal ergänzend sagen, dass quasi im Humboldt-Forum in Berlin allein 200 Objekte ausgestellt werden sollten. Das ist eine Menge Material. Und eine kurze Frage, auch als Denkanstoß, ist es nicht so, dass in Europa und in Deutschland quasi es üblich ist, dass wenn jemand was geklaut hat, dass er es dann auch zurückgibt, wenn er beim Klauen auch noch erwischt wurde? Warum bei den Bronzen so ein Stress? Um vielleicht kurz mal einen Jura-Nerd zu machen. Tatsächlich ist es auch so, dass man in der Juristerei sagt man quasi, man kann kein Eigentum erlangen an abhanden gekommenen Dingen. Also wenn Sachen gestohlen worden sind, dann kann man genau eben kein Eigentum daran erwerben. Und genau, das ist so der allgemeine Rechtsgedanke, der sich durchs bürgerliche Gesetzbuch zieht, aber genau, wenn es dann eben konkret wird, dann vergisst man sowas ja recht gerne wieder. Oder spricht halt oder misst mit zweierlei Maß, was wir ja hier ganz klar sehen. Sehr problematisch.
Genau. Die Frage wäre jetzt vielleicht nochmal, Biko, was, also wie würdest du substanziell aus deiner Perspektive beschreiben? Also für mich ist die Sache eigentlich ganz klar, so die, also es gibt kaum Sachen, die eben nicht, nicht alle wurden mit mittels Straf, also nicht alle Schätze, die geraubt worden sind, wurden mittels Strafexpedition nach Europa geschafft, aber eben die meisten Sachen wurden eben genau nicht das, was man heute als freiwillig bezeichnen würde, wurden quasi mittels Methoden, die man heute eben verwerflich finden würde, nach Europa geschafft. Und deswegen ist für mich eigentlich ganz klar, dass man bei allen Sachen, die hier in Europa ausgestellt werden, die eben nicht vom europäischen Kontinent kommen, sich die Frage gefallen lassen muss und sich die Frage vor allem stellen muss, wie sind die hierher gekommen? Und wenn es eben auch nur die leisesten Anzeichen dafür gibt, dass es eben nicht freiwillig war, dass es keine, welche Art immer kulturellen Austausch, was es ja in der Antike oder so, als es eben diesen Kolonialismus noch nicht gab, den wir heute kennen oder den wir dann später gekannt haben, ja durchaus auch gab, aber alles, was eben nicht auf freiwilligen Wege von kulturellen Austausch eben nach Deutschland gekommen ist, muss ganz klar wieder zurück. Ja, genau, auch zu dem Punkt, Biko, du meintest ja vorhin auch, dass die Benin-Bronzen geraubt sind, so, ne? Und ich meine, ich glaube, da gibt es ganz viel Archivmaterial, wo dann dasteht, okay, die Person, dieser deutsche General war in mit dieser Mission irgendwie in diesem afrikanischen Land und hat eine Schenkung erhalten, so, ne? Was ja auch irgendwie absurd ist. Ich finde halt, da würde ich euch beide voll unterstützen. Eigentlich müssen die Deutschen beweisen, dass es eine Schenkung war und kein Raub und nicht umgekehrt so. Also ich muss nicht erst, also das ist eigentlich, die haben es halt mitgenommen und dann muss eigentlich klar sein, dass die beweisen müssen, dass es eine Schenkung war und nicht andersrum irgendwie, ne? Genau, und dann, ja, das ist halt einfach auch eine, ich meine, wir reden jetzt über die Benin-Bronzen, es gibt halt unfassbar viele Kulturgüter und auch zum Beispiel menschliche Gebeine, die halt einfach geraubt wurden so. Und ich glaube, irgendwo mal eine Zahl gehört, irgendwie 90% der Kulturgüter aus afrikanischen Staaten liegen halt im globalen Norden. Und die müssen halt alle zurück. So, ne? Und zum Teil liegen die halt nicht mal, sind die nicht mal ausgestellt, sondern liegen vielleicht in irgendwelchen Kellern und in irgendwelchen Kisten. Und zum Teil wissen vielleicht die Leute, denen das geraubt wurde, gar nicht, was alles weg ist, weil halt so viel weg ist. So, ne? Und das steht irgendwo in irgendwelchen deutschen Archiven, die zum Teil vielleicht auch gar nicht öffentlich zugänglich sind oder wo man dann wieder irgendwie Leute kennen muss oder vielleicht, keine Ahnung, wenn man halt irgendwie selber PolitikerIn ist, ist es vielleicht einfacher, ist, Zugänge zu erhalten, als wenn man jetzt einfach sagt, ich bin jetzt AktivistIn, ich hätte, würde gerne mal in dieses Archiv gehen und diese Unzahl an Akten irgendwie durchgehen. Und genau, und eine letzte Sache noch, wenn ich auch so im privaten Kontext mit Leuten darüber geredet habe, so generell über Raubkunst, so, ne? War halt eins dieser Argumente zum Beispiel auch, warum es jetzt in Europa bleiben sollte. Naja, die haben ja da ja gar nicht die Museen, die können es ja gar nicht alles lagern, die haben ja gar nicht die Bedingungen, weil wir sind ja hier so Hightech und können das alles lagern, so, ne? Also es ist auch so ein totales Bullshit-Argument oder es ist eigentlich kein Argument, weil es ist eigentlich keine Diskussion, dass es nicht hierher gehört, das Zeug. Genau, und vor diesem, also genau das finde ich halt auch, dass, und vor allem, dass die Menschen in den Herkunftsregionen dieser Werke, also natürlich, sie haben sehr, sehr viele Leute ein sehr vitales Interesse daran, eben, also ich meine, man muss ja nicht nur, also das ist vielleicht auch so eine europäische Perspektive, die oft da ist, dass man quasi ins Museum geht, um sich ein bisschen so den Nachmittag zu versüßen und halt sich so in Anführungszeichen so exotische Dinge anzusehen, die man ja auch gar nicht versteht. Und genau das, was eben da fehlt an diesen Objekten, das ist ja, da fehlt ein Stück der Geschichte. Und also das muss nicht immer positiv sein oder so, aber man hat halt gar nicht erst die Möglichkeit, sich überhaupt auf die eigene Geschichte zu beziehen. Und das kennen ja Menschen in Europa eben nicht. Die können eben ins Museum gehen, können sich da
ihre Geschichte, immer ihre Geschichte, müssen in Anführungszeichen gesetzt, vergegenwärtigen, können in universitären Archiven eben forschen und genau, also wie du auch meintest, Beatrice, man kommt ja auch oft irgendwie gar nicht ran und vor allem die Leute, die eben in Afrika wohnen und sich natürlich kein Ticket mal für eine Woche nach London leisten können, um da in ein Museum zu gehen oder da mal Recherche in irgendeiner Universität zu machen. Genau, und die Menschen in Afrika haben eben oftmals eben gar nicht die Möglichkeit, sich auf ihre Geschichte zu beziehen. Und das ist natürlich auch alles kein Zufall, sondern das ist ja natürlich auch systematisch eben im Kolonialismus angelegt, dass man die Menschen dort in diesen Räumen, die kolonialisiert worden sind, eben zu geschichtslosen Menschen machen wollte und eben Identitäten zerstören wollte, die Menschen vereinzeln wollte, damit man sie eben beherrschbar und ausbeutbar machen kann. Genau, um da nochmal kurz anzufügen, wenn man keine Wurzeln hat und man keine Identität hat, dann ist man natürlich ein leichtes Opfer und leicht zu unterdrücken. Weil wo soll man hinschauen? Was soll man, wovon soll man sprechen? Und das ist natürlich auch was bis in die Gegenwart wirkt und wovon auch das heutige unsere System zehrt. Wenn quasi keine Geschichte von einem Land vorhanden ist, kann man es auch besser ausbeuten und dem zeigen, wie man angeblich möglicherweise viel besser dran ist, mit was für einem System man viel besser klarkommen würde. Und dann zeigt man natürlich ganz klar unser System. Ich wollte auch noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, auf die Freiwilligkeit des Herausgebens von Kulturgütern. Zum Thema Freiwilligkeit, das ist auch relativ zweischneidig zu sehen, weil freiwillig, was bedeutet das denn, wenn ich irgendwie als meinetwegen Oberhaupt eines Stammes ein Angebot bekomme, dass ich, weiß ich jetzt nicht, nehme mal an, 500 Kisten Stoffe aus Europa bekomme und dafür gebe ich eines meiner Güter, meine Kulturgüter her, dann ist es ja ein eindeutiger Betrug, wenn man jetzt quasi die Werte gegeneinander stellt oder setzt. Und in so einer Art und Weise wurden viele Menschen des afrikanischen Kontinents übers Ohr gehauen, indem quasi Billigmaterial, Billigzeug, Dinge, die keinen Wert haben, als was ganz Tolles dargestellt wurden. Also da spielt auch natürlich das Thema Alkohol eine Rolle. Oder Tabakwaren oder was auch immer, was man quasi aus Europa auch bekommen konnte, was aber wiederum aus Afrika teilweise kam, dass man das zum Tausch angeboten hat und so getan hat, als wäre das ein guter Deal. Und viele Dinge, die geschenkt oder gegeben wurden, wurden auf so eine Deals, beruhen auf solchen Deals, die einfach nicht fair sind. Und das gilt es vielleicht auch nochmal zu betrachten unter dem Aspekt, was wurde gestohlen und was wurde gegeben. Im Grunde genommen wurde alles gestohlen, wenn man das mit einbezieht. Ich finde auch letzten Endes, wenn man sich das dann überlegt und anknüpfend an das Thema, das wir vorher hatten, sich mit einfach diesem kolonialen Erbe auseinandersetzt und wirklich das mal aufarbeitet, was da war, finde ich, ist einfach das Zurückgeben dieser Kunstwerke, Schätze, der Kultur. Also das geht ja damit völlig einher. Ich finde, man kann das ja überhaupt nicht getrennt irgendwie sehen. Und mit der Auseinandersetzung mit der Geschichte, und das ist ja letzten Endes auch die Verantwortung, wenn man halt nun mal aus einem Land kommt, das andere Länder da ausgebeutet hat, ist einfach der nächste Schritt, der definitiv kommen muss. An diese Auseinandersetzung auf bloßer inhaltlicher Ebene sozusagen auch dann Taten eben sprechen zu lassen und vor allem dann nicht ewig lange zu diskutieren und Verhandlungen zu führen und so zu überlegen, okay, unter welchen Bedingungen gebe ich jetzt vielleicht irgendwas zurück? Weil letzten Endes, wie weit kann die Aufarbeitung denn gegangen sein oder welchen Wert kann diese Aufarbeitung haben? Wenn man nicht an dem Schluss ankommt, zu sagen, natürlich geben wir alles zurück, so, es tut uns leid, dass wir das so lange nicht gemacht haben, finde ich dann schon völlig paradox. Und solange das nicht so ist, geht es einfach in die völlig falsche Richtung und alle Male ist man halt definitiv noch nicht da, wo es eigentlich hin soll. Ich würde gerne noch einen Punkt machen, und zwar
dass genau diese Art von kultureller Ausbeutung, dass die ja auch noch nicht beendet ist. Also das ist ja keine Sache, die bloß historisch ist, sondern wir leben ja auch immer noch wie heute Sachen in, also gerade wenn es irgendwie um Musik geht zum Beispiel, wie Dinge eben in Afrika zum Beispiel entwickelt werden, wie es da eben Ideen gibt, die dann umgesetzt werden, wo es dann natürlich aber auch immer daran fehlt, dass es keine Studios gibt, es gibt viele andere Ressourcen fehlen einfach. Das heißt, man ist dann immer auch auf EuropäerInnen angewiesen, die einem das quasi zur Verfügung stellen, aber genau diese Studios und die Aufnahmen, die gibt es dann ja auch nicht umsonst, sondern dann gibt es eben immer auch also quasi danach steht dann halt immer die Kommerzialisierung dieser kulturellen Produktion, die werden dann nach Europa gebracht, wird da quasi dem europäischen Gusto angepasst und dann eben verkauft. Und genau das findet sich heute, also genau, vielfach in der Musik, aber sicherlich auch nicht nur da. Überleitend kommen wir dann vielleicht zu unserer nächsten Frage an Tanja, nämlich als Idee, was würde denn passieren, wenn Deutschland nun seine gesamte Raubkunst zurückgeben müsste, würde? Was wäre da noch übrig? Wäre überhaupt noch irgendwas übrig? Was sind dann auf einmal die Kulturschätze, die wir hier haben? Ich glaube, das wäre dann ziemlich rar gesät. Ja, dem kann ich natürlich zustimmen, dass es ziemlich rar und nackig aussehen würde in den Häusern, die wir jetzt vollgefüllt haben mit gestohlenen Dingen, Raubgütern. Und ich möchte vielleicht ganz kurz noch so einen kleinen geschichtlichen Abriss machen, aber wirklich ganz knapp. Wenn wir davon ausgehen, dass es quasi vor der Kolonialzeit auch schon so war, dass man Kulturgüter aus anderen Ländern der Welt sozusagen gesammelt hat, sich hat mitbringen lassen, ja, begutachtet hat, bestaunt hat, dann ist das sozusagen was gewesen, was schon immer irgendwie existiert hat, seitdem sozusagen die Welt bereist werden konnte. Allerdings natürlich immer nur für Menschen zugänglich, die wohlhabend genug waren, um solche Reisen zu finanzieren oder auch an solchen Reisen teilzunehmen. Als Souvenire nach Europa gebracht und ausgestellt in den, also in den heimischen Häusern, Herrschaftshäusern vor allen Dingen. Danach kamen die sogenannten Wunderkammern. Die waren eher so also eher auch in einem sehr privaten Kontext zu sehen. Wurde viel von WissenschaftlerInnen und Wissenschaftlern genutzt, aber auch eher als so ein salonähnliches Ding, wo man im kleinen Kreise sich Merkwürdigkeiten der Welt gezeigt hat. Und da wurden ebenfalls also geschenkte, mitgebrachte Objekte gezeigt. Und später, also die Wunderkammern wurden dann wurden dann irgendwann geöffnet und das fiel sozusagen mit der Kolonialzeit zusammen, weil man anhand der Öffnung und des Zeigens dieser Objekte auch die Notwendigkeit der Kolonisation unterstreichen konnte und das dem gemeinen Volk somit auch schmackhaft gemacht hat, dass all diese Dinge ja ganz faszinierend sind und dass es aber notwendig ist, dass man diese Wilden sozusagen mit ins Boot holt oder unterstützt oder denen beibringt, wie man lebt. Dafür waren sozusagen Museen auch unerlässlich, also Orte, an denen betrachtet werden konnte, was in der Welt sonst noch so passiert. Natürlich auch dafür gut gewesen, dass es ja damals noch nicht so die Möglichkeit gab, für viele Menschen in die Welt hinauszureisen, konnte man sozusagen in den Museen die Welt vor Ort betrachten. In der heutigen Zeit werden Museen, ich sag's mal eigentlich als Bespaßung und Belustigung oder ja, genutzt, weniger noch um diese Kolonisationszeit zu untermauern und dennoch spricht aber unglaublich viel noch in dieser Sprache in den Museen. Das heißt, wenn wir da halt Objekte sehen aus Afrika, tolle Holzschnitzereien, dann wird das als Kunst dargestellt,
aber nicht unter dem Aspekt, dass diese Kunst möglicherweise einen rituellen Charakter besessen hat und einem Stamm halt tatsächlich Halt gegeben hat, sich innerhalb seiner Strukturen ja, zu bewegen, zu leben, zu sein. Genau. Was, also jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, was würde denn passieren, wenn wir alle Raubgüter zurückgeben würden? Natürlich würden die Museen leer aussehen oder würden, ja, es würden leere Vitrinen geben, es würde, möglicherweise würde es noch Fotos geben, es, ja, ansonsten viele große Fragezeichen. Museen spielen aber, das muss man vielleicht auch nochmal festhalten, vor allen Dingen in Europa eine große Rolle. Es gibt auf anderen Kontinenten gar nicht diesen großen Anspruch, Dinge betrachten zu lassen, sondern das ist ein Phänomen, was tatsächlich in Europa besonders ausgeprägt ist, dass man sich Sachen aus der Welt anschaut, genauer anschaut, rangehen kann, manchmal auch anfassen kann, wie auch immer. Und das fällt natürlich dann weg und es würde sozusagen ein tatsächlich großer Teil des vermeintlichen Kulturbewusstseins und auch Kulturwunsches der Europäer zu Bruch gehen. Dafür gäbe es aber tatsächlich unterschiedlichste Lösungswege, die man gehen könnte, um die Objekte in der heutigen Zeit trotzdem zu zeigen. Ja, aber da können wir vielleicht auch kurz dann später nochmal drauf eingehen. Das jetzt vielleicht erstmal zur Einleitung. Da wäre vielleicht eine Frage von mir an euch. Was sozusagen Objekte der Raubkunst angeht, die man zurückgibt, habe ich auch in Diskussionen schon so gehört, okay, man könnte ja einfach in die europäischen Museen anstelle dieses Kulturobjektes, das man nun an das die Länder zurückgegeben hat, einfach so eine Nachbildung stellen, ne? Einfach eine Kopie. Da würde mich tatsächlich interessieren, wie steht ihr dazu? Weil ich finde, so ganz einfach ist es ja nicht. Also einerseits natürlich kann man sagen, okay, wir bilden das halt nach und wir tragen irgendwie die Kultur weiter, aber die sag ich mal, rechtmäßigen Besitzer kriegen das zurück. Andererseits finde ich, würde aber auch einfach so eine Kopie dem Ganzen sicherlich oft einfach nicht gerecht werden. Also gerade weil es einfach ja so teilweise sehr komplexe kulturelle Hintergründe gibt, finde ich, ist es auch schwierig, einfach zu sagen, okay, wir bilden das jetzt irgendwie nach und stellen das hin, damit ja, die Leute sich dran erfreuen können. Und da würde mich auf jeden Fall interessieren, ja, wie ihr dazu so steht. Also ich finde irgendwie, ich frage mich, warum man das nachgestellt reinstellen sollte, weil man, also ne, der globale Norden hat jetzt keine Ahnung von den Objekten, die er ausstellt. Und nur weil der globale Norden dann alle, also wir gehen mal davon aus, sie geben alles zurück, so. Und nur weil der globale Norden dann stattdessen gern ein Replikat irgendwie bei sich reinstellen will, heißt es noch lange nicht, dass die betreffenden Personen, die halt irgendwie eine Verbundenheit mit diesem Objekt vielleicht haben, überhaupt diese Story teilen wollen. Also was geht's weiße Personen an, was die Story von irgendwelchen Leuten ist? So, das ist nicht, it's not for you to decide eigentlich, ne? Genau, und ich finde, stattdessen finde ich es sinnvoll, halt dann zu sagen, okay, hier stand mal ein Objekt und das kam da und daher und dann halt historisch quasi die eigene Schuld aufzuarbeiten, statt eine Replika reinzustellen. So. Also, ne, also am Ende zieht ja die Frage von Tanier so ein bisschen davon, oder die sozusagen das Thema, was Tanier gerade eingeleitet hat, so ein bisschen darauf ab, was haben eigentlich, ja, was ist eigentlich die, warum existieren Museen eigentlich, ne? Und warum sollte, also was ist die Rolle von Museen so? Und vor allem bei den ganzen ethnologischen Sammlungen und den ganzen ehemaligen ethnologischen Museen, wie zum Beispiel auch das Krasse hier in Leipzig, ne, die haben ja quasi in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft sozusagen Rassismus überhaupt erst etabliert. So. Und die haben damals von Kolonialrassismus profitiert und machen es und haben sich dann quasi einen sehr zweifelhaften Ruf sozusagen erschaffen. Und davon profitieren sie halt heute noch, ne? Und eigentlich muss man halt Museen halt in, vor allem ethnologische Museen, finde ich, halt so in ihrer Gänze in Frage stellen und es dann eher eigentlich zu Orten umgestalten, wo die eigene Geschichte der Objekte kritisch aufgearbeitet wird. Ja, da kann ich eigentlich auch nicht mehr viel ergänzen. Vielleicht noch, dass genau auch so wie dieses Humboldt-Forum angelegt war in Berlin,
Das war ja auch eine Phase, also das wäre auch eine Phase, und genau, also ich habe da irgendwo in der Broschüre gelesen, dass das quasi dekonstruierend sei, wenn afrikanische Kunst in einem preußischen Stadtschloss ausgestellt wird. Aber natürlich ist das einfach so Kolonialismus at its best, dass einfach in einem Schloss von, man kann es ja nicht anders sagen, so miesen Unterdrückern und Gewaltherrschern eben diese durch Gewalt erbeutete Kunst ausgestellt wird. Aber genau, und das legt ja auch so ein bisschen brach, wie irgendwie so die deutschen Befindlichkeiten gerade sind, dass man 2021, also wirklich ernster, also es ja wirklich gemacht hat, sich ein preußisches Schloss wieder aufzubauen, um da eben Kolonialkunst auszustellen. Genau, dass man irgendwie, also habe ich gerade das Gefühl, dass man ja auch so ein bisschen gerade so eine Polarisierung sieht zwischen den einen Menschen, die vielleicht noch offen sind für eine kritische Aufarbeitung, und andere Menschen, die eben genau diese Zeit und diese weiße Überlegenheit eben wieder rekonstruieren wollen. Und genau dem muss man sich, glaube ich, auch entgegenstellen. Und genau da würde ich mich eben auch bei Beatrice anschließen. Das ist eben auch unter anderem, dadurch muss es geschehen, dass man eben diese Leerstellen, die dann eben sich auftun, wenn Raubkunst zurückgegeben worden ist, dass man die eben thematisiert. Und das heißt halt im Falle der deutschen Geschichte zum Beispiel, sich eben diesen deutschen Imperialismus eben zu stellen. Und das, wo wir auch am Anfang drüber geredet haben, dass das ja gar nicht thematisiert wird, gerade in der Bildung, das ist ein Schritt, aber natürlich auch nicht nur ein Schritt, sondern zum Beispiel ein anderer Schritt ist eben auch, dass man eben nicht weiße Institutionen in Deutschland schafft, die man eben mit Ressourcen ausstattet, die eben so eine alternative deutsche Geschichte quasi auch schreiben können. Genau. Die, also genau, viele nicht weiße Menschen haben eben auch sehr viel zu erzählen, und es gibt eben diesen Teil der Geschichte, den Weiße eben nicht darstellen können, und das müssen sie auch nicht. Es gibt genug auch nicht weiße Menschen in Deutschland, die das können. Ja, dem kann ich mich auf jeden Fall anschließen, Biko. Das wäre auf jeden Fall eine Option oder eine Idee, wie man in Zukunft mit Geschichte auch umgehen sollte, gerade was die Kolonialzeit angeht. Ich würde gerne noch auf ein paar andere Dinge zu sprechen kommen, nämlich auf was, das klingt vielleicht so banal, aber die Frage stellt sich auch kaum jemand, was ist denn eigentlich afrikanische Kunst? Oder was ist denn eigentlich Kunst? Wieso kommen wir als EuropäerInnen darauf, das Kunst zu nennen? Was steckt da dahinter? Und aus welcher Perspektive wird sozusagen entschieden, dass es das ist? Es ist ja, viele Objekte, die hier zu sehen sind, haben mit Kunst nichts zu tun, sondern sie sind Alltagsgegenstände, sie sind rituelle Objekte, sie sind heilige rituelle Objekte. Und dann kommt irgendwie ein Europäer daher und sagt, das ist Kunst, deswegen müssen wir es ausstellen. Und deswegen darf es auch übrigens nicht mehr zurück. Es könnte ja sein, dass tatsächlich jemand mit diesem heiligen Löffel was isst, um Gottes Willen, mit diesem künstlerisch gestalteten Löffel was isst, um Gottes Willen. Also auch schon wieder, wer entscheidet, worüber spielt hier eine Rolle? Auch nur so ein kleiner Denkanstoß zum Thema, was ist Kunst und wer entscheidet darüber? Ganz viel aus einem eurozentristischen Blickwinkel, immer wieder auch, was jegliche Objekte in der Welt angeht, im Grunde genommen. Und eine andere Sache, da wollte ich gerne nochmal zum Grassi-Museum zurückkommen und auch zu der Frage, wie die Objekte ins Museum gekommen sind. Und das betrifft nicht nur das Grassi-Museum, es betrifft alle Völkerkundemuseen. Wenn man zum Thema Völkerschauen auch nochmal kurz den Schwenk macht, dann kann man auch sagen, dass dort es üblich war, dass die Objekte, die die Menschen, die für die Völkerschauen nach Europa gebracht wurden, dass die ihre einheimischen Objekte teilweise mitgebracht haben, und die durften sie dann auch, wenn sie dann nicht mehr gebraucht wurden für die Völkerschau, an die Museen und an die Wissenschaft in Anführungsstrichen weitergeben. Das heißt, auch auf diesem Wege sind Objekte in die Museen gekommen, und das waren nicht wenige. Also die Sachen wurden sozusagen abgenommen und ins Museum gestellt, und man durfte dann ohne die Dinge wieder abreisen.
auch eigentlich eine andere Art von gewaltvoll, aber eben auch nicht zu vernachlässigen. Würde ich vielleicht an der Stelle, wo du jetzt schon die Völkerschau als Stichwort hattest, überleiten zu unserem vorletzten Thema, nämlich dem Leipziger Zoo, der ja auch selber, wenn ich da richtig informiert bin, ja Völkerschauen durchgeführt hat vor einigen Jahren. Und in dem es ja tatsächlich auch immer noch Veranstaltungen hat in dem Stil von solchen Völkerschauen gibt, wo eben so exotische Traditionen so als Belustigung für Zuschauer hervorgehoben werden sollen. Und das wird ja in letzter Zeit, so wie ich das mitbekomme, auch sehr viel zu Recht diskutiert. Und ja, da wäre jetzt für mich interessant, wie steht ihr dazu? Wie seht ihr den Leipziger Zoo? Hat sich irgendwas verbessert schon, seit er in der Kritik steht? Weil in der Kritik steht er meines Erachtens auch schon ziemlich lange dafür. Aber ich glaube halt, so richtig was getan hat sich noch nicht. Genau, vielleicht kurz noch so ein paar Worte, was damit gemeint ist mit so kolonialrassistischen Praktiken, wenn davon die Rede ist in so Zoos. Also konkret für den Leipziger Zoo gilt da zum Beispiel, dass neben Tiergehegen immer wieder auch Infos über Menschen geteilt werden, also Menschen quasi Tieren gleichgestellt werden. Man findet immer wieder diese rassistischen Stereotype dort reproduziert von der weißen Herrenrasse und auf der anderen Seite die unterentwickelten und primitiven Völker in Anführungszeichen. Auf der anderen Seite, man findet immer wieder auch Bezeichnungen für indigene Menschen, die nicht erst seit gestern auch unwissenschaftlich sind. Also das ist ja auch, was man nicht unterschlagen sollte. Also genau, es ist einfach unwissenschaftlich, auch solche Bezeichnungen zu verwenden. Und genau, man hat halt auch im Leipziger Zoo immer wieder so, ja, so Veranstaltungen, die eben diesem Stil dieser Völkerschauen, die es in der Vergangenheit gab, eben sehr nahe kommen, wenn zum Beispiel dann von Festa do Brasil, ein Abend voller Temperament, oder Hakuna Matata, Afrika hautnah erleben, oder Grillabenteuer, afrikanisches Flair im Urwalddorf, oder südamerikanisches Halloween-Festival und so weiter. Genau, ich würde vielleicht noch ergänzen zu dem Thema Afrika und also Völker schauen im Leipziger Zoo. Wenn wir jetzt, also ich würde jetzt einfach mal anschließen an das, was Rico gerade gesagt hat, mit den Abendveranstaltungen, wie eben der Hakuna Matata-Abend oder aber auch der Afrika-Abend, dann reden wir hier von einem Kontinent mit 55 ethnischen Gruppen, die alle unter dem einen Namen Afrika an einem Abend gezeigt werden sollen. Sehr fragwürdig, wie das möglich sein kann. Und wir können ja mal so als Gedankenspiel uns vorstellen, wir würden irgendwo nach, weiß ich jetzt nicht, nach Griechenland reisen und es würde einen, oder weiß ich jetzt nicht, wir nehmen jetzt einfach Griechenland, wir würden nach Griechenland reisen und man würde uns dort zu einem europäischen Abend einladen. Wie könnte das Abendmenü aussehen? Ich stelle mir gerade vor, wir werden auf jeden Fall Schuhplattler am Start haben. Es wird Pizza geben, die wiederum als Getränk ein Bio-Apfelsaft von irgendeinem tollen Bio-Apfelsaftbauernhof kombiniert mit einer Zigarre von, keine Ahnung, also ihr könnt euch vorstellen, worauf ich hinaus will. Das wird quasi aktuell bei diesen Afrika-Abenden oder bei den Hakuna Matata-Abenden getan. Es werden alle möglichen Dinge in einen Topf geworfen und es wird ein Bild von Afrika vermittelt, was nicht mal ansatzweise gerecht wird. Nicht mal ansatzweise. Ja, also im Stadtrat, also vom Stadtrat aus und auch von der Linksjugend, glaube ich, gibt es ja jetzt schon einige Anträge, die sich damit befassen, dass sich einiges an den Programmen des Zoos ändern muss. Und
Vom Migrantinnenbeirat gibt es auch einen Antrag. Das Einzige, was der Zoo bisher scheinbar geändert hat, ist, dass das Wort exotisch aus seiner Veranstaltungsbeschreibung genommen wurde. Und ja, wenn man bedenkt, wie lange einfach der Zoo bereits in der Kritik steht von vielen Seiten, ist es natürlich ja im Prinzip nichts. Einfach nichts. Und es ist halt sehr schade und eigentlich auch ein bisschen ein Schlag ins Gesicht für alle, die da von betroffen sind. Genau. Und das führt uns dann eigentlich jetzt auch zu unserem abschließenden Punkt, und zwar der Frage, was kann man denn jetzt nun eigentlich tun als ja, individuelle Einzelperson vielleicht, als irgendwie Verband oder Organisation, um eben das Fortbestehen dieser kolonialistischen Praktiken, und jetzt zwar nicht nur vom Leipziger Zoo, sondern eben alles das, was wir jetzt heute besprochen haben, zu bekämpfen. Was wären Ansätze? Was wären vielleicht Dinge, die ihr euch wünschen würdet? Ja, was kann man tun? Also da kann man, glaube ich, relativ basic anfangen. Ich glaube, es geht schon damit los, dass man, dass jede einzelne Person, die ins Zoo geht, einfach mal drüber nachdenkt vielleicht. Oder jetzt, wenn wir gerade jetzt beim Zoo waren, fällt mir das gerade so ein, warum sie eigentlich ins Zoo geht und was da vielleicht auch für Bilder vermittelt werden. Und genau, und da geht es natürlich, ne, wir haben jetzt gerade viel über Menschen geredet, die ausgebeutet wurden, die misshandelt, ermordet wurden. Früher wurden die Menschen ausgestellt sozusagen, ne? Und jetzt werden Tiere ausgestellt und es ist, man geht mit den Kindern dahin und denkt sich so, ach toll, das ist so wunderbar kindergerecht, wenn ich mit meinen Kindern eingesperrte Tiere mir angucke, aber hinterfragt gar nicht, dass es eigentlich cooler wäre, wenn die halt frei wären so, ne? Und also einfach so so die Basics, dass man sich mit dem Thema beschäftigt einfach und sich dessen bewusst ist, dass man halt sozusagen einen eurozentristischen Blick auf viele Dinge hat und das einfach hinterfragen muss. Und ich finde, was auch so koloniale Institutionen angeht, also Institutionen, die eine koloniale Geschichte haben, also wie zum Beispiel Universitäten oder gewisse Institute, ethnologische Institute, Museen oder zum Beispiel auch der Zoo, ja, dass man halt eigentlich, man muss die halt die Institution an sich in Frage stellen, irgendwann so, ne? Also die haben halt, die Institutionen haben in ihrer Summe dazu beigetragen, dass Rassismus in dieser Gesellschaft etabliert werden konnte. Und nicht nur, dass es etabliert wurde, sondern dass es wurde halt auch wissenschaftlich begründet damit, was eigentlich nicht wissenschaftlich ist. Und damit wurde auch noch Geld gemacht und wird bis zum heutigen Tage so, ne? Also der Zoo macht Werbung in ganz Deutschland, der Leipziger Zoo. Und wird so, hat so ein großes Ansehen, weil er irgendwie, keine Ahnung, so tolle große Projekte startet. Und ich glaube, der Leipziger Stadtrat hat neulich erst wieder so ein mehrere Millionen Euro schweres Projekt genehmigt. Und genau, das muss einfach hinterfragt werden, warum diese Institutionen eigentlich noch so da sind nach ihrer Geschichte. Ich habe ein bisschen sinniert und mir vorgestellt, wie der Zoo der Zukunft aussehen könnte. Und in meiner Sinnierung oder in meiner Fantasie gab es kein Zoo mehr, Entschuldigung. Okay, aber was ich noch sagen wollte, was kann man tun, um auf deine Frage, Annika, zurückzukommen? Auf jeden Fall an erster Stelle Aufklärung betreiben. Also tatsächlich ins Gespräch kommen und das nicht mit Erwachsenen ausschließlich, sondern man kann tatsächlich sogar mit Kindergartenkindern durch den Zoo gehen und die Dinge betrachten und sie kritisch betrachten, auch die Frage betrachten, würden sie denn zum Beispiel ihre Miezekatze auch hinter Gittern einsperren oder ihren kleinen Hund, also quasi spielerische Aufklärung betreiben. Des Weiteren natürlich, das betrifft dann natürlich auch wieder die Erwachsenen, in den direkten Austausch gehen, in Diskurse anregen über die Thematiken Kolonialismus, auch Zoo natürlich. Und für mich die alleroberste Prämisse ist tatsächlich, ich weiß aber nicht, wie man es schafft, Empathie lernen. Das würde so vieles einfacher machen. Dann hätte man Empathie oder den Tieren gegenüber, empathische Gefühle, diskriminierten Menschen gegenüber und könnte tatsächlich so vieles sich auch sparen. Genau, und ich würde noch daran hängen, dass man auch auf institutioneller Ebene einwirken kann. Und ich meine, wir sehen es ja auch gerade in diesem Prozess,
dass der Migrantinnenbeirat eben so einen Antrag gestellt hat. Er hat ja leider nur beratende Funktion. Ich glaube, da haben wir in der ersten Folge sind wir schon mal darauf eingegangen. Und leider ist es ja auch so, dass viele Menschen mit migrantischem Background leider nicht wahlberechtigt sind, also sie auch hier keinen direkten Einfluss nehmen können. Und genau, aber was heißt es denn dann auch für, ich meine, es gibt ja, hier in Leipzig gibt es ja quasi drei Parteien auch, die sich auch auf die Fahne schreiben, dass sie divers sind und dass sie integrativ wirken wollen. Und genau bei so einem Thema, wo der Migrantinnenbeirat eben hier die grundsätzliche Reform von diesem Zoo eben fordert, genau, bin ich einfach der Meinung, dass es da keinen Widerstand geben darf im Reihen dieser drei Parteien. Genau, und alles andere ist meiner Ansicht nach verlogen, und diese Hebel gibt es eben in der Kommunalpolitik. Also der Leipziger Zoo ist, glaube ich, sogar ein Eigenunternehmen der Stadt Leipzig, wenn mich nicht alles täuscht. Und zumindest ist er darauf angewiesen, dass die Stadt ihm jährlich Geld zuschießt, weil alleine ist es nämlich auch nicht wirtschaftlich, Tiere auszustellen. Und genau auch auf die Vorstandsetage kann Einfluss genommen werden. Und ich habe zumindest ab und zu mal mitbekommen, dass auch der Leiter des Leipziger Zoos sich versucht, gegen jede Kritik zu wehren und genau sagt, das sei ja alles gar nicht so gemeint. Und genau, da muss, finde ich, von der Stadt, die sich als divers und progressiv gerne gibt, auch unser OBM, muss auf jeden Fall deutlich mehr Druck kommen, da schnell was zu ändern. Ich würde noch ganz kurz vielleicht zum Schluss sagen, was auch sinnvoll wäre, in den öffentlichen Diskurs einzubringen, die Frage, was sollte ein Zoo eigentlich leisten und worum geht es beim Zoo? Die Frage würde auch ganz vieles ein bisschen aufdröseln, und dann würde auch ganz klar zum Vorschein kommen, dass dort quasi so Abendveranstaltungen, die Menschen in der Ecke drängen, in die sie nicht gehören, dort einfach keinen Platz finden. Weil ein Zoo sollte im Grunde genommen kein Eventpark sein, so wie es bei uns derzeit der Fall ist. Genau, und da würde ich auch gerne noch was dazu sagen, zu dem Punkt, den Tanja vorhin meinte, zu sagen, dass man ja mit Kindern irgendwie auch in Zoos geht. Ne? Ich habe mit meiner Schule, Crewklasse auch, glaube ich, mehrfach im Zoo. Und die machen damit halt irgendwie in einer gewissen Weise auch Bildungsarbeit. So, ne? Also, und das geht halt voll in die falsche Richtung. Und halt nicht nur von Kindern von BIPOCs, sondern auch für weiße Kinder eigentlich voll wichtig, dass man eben nicht sozusagen dieselben Bilder aufbaut über einen vermeintlich kulturell homogenen afrikanischen Kontinent oder andere Länder, die halt, naja, einfach komplexer sind und heterogen sind, sondern dass man halt auch schon, wenn die Kinder noch jünger sind, damit halt anfängt, zum Beispiel nicht in den Zoo zu gehen und da halt irgendwie dagegen zu arbeiten, weil es halt noch nicht wirklich in der weißen Dominanzgesellschaft angekommen ist, dass man eigentlich dieselben Fehler macht wie vor 100 Jahren. So, also eigentlich hat sich nichts geändert. Und irgendwann muss man eigentlich mal damit anfangen, dagegen zu arbeiten. Und es ist leider halt noch Privatsache sozusagen. Es wird noch nicht staatlich Verantwortung dafür übernommen, dass halt seit Jahrhunderten halt Bullshit propagiert wird. Das war jetzt nochmal ein sehr kräftiges Schlusswort. Ich finde, wir hatten eine sehr, sehr interessante Gesprächsrunde, und es waren super viele wichtige Sachen und vor allem auch so sehr interessante Denkanstöße, die ihr gebracht habt für mich und für alle, die sich das hier anschauen oder ansehen. Und ja, damit sind wir jetzt für heute am Ende, und ich will mich einfach nochmal bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt und die Energie investiert habt, das jetzt hier alles nochmal aufzubereiten für alle, die sich das ansehen. Ja, wie gesagt, es war super informativ und auch sehr, sehr interessant, und ich denke, da kann jetzt einfach auch jeder viel draus mitnehmen und hoffentlich vieles für sich dann umsetzen. Also ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ja, auch danke an euch. Für mich war es auch wieder sehr informativ, und ich habe auch wieder viel gelernt, und das macht auf jeden Fall mega Spaß.
Ja, auch danke an euch auf jeden Fall für die Moderation, Annika, und an euch beiden. War ein schönes Gespräch.